Geh weiter, Konrad, weiter vor. Weiter geht's nimmer. Geh. Dann kann er mir auch gleich unter die Wasserleitung stellen. Jetzt wär aber ich nass. Ich hab dir gleich gesagt, nimm einen Gartenschirm, da hätten wir alle zwei Platz gehabt drunter. Und ich heben eben können. Das bin ich für nicht schlecht. Und so einen Gartenschirm hebe der zwei Stunden, wenn es sein muss. Hebst du nicht? Hebe ich schon. Hast du mal einen gehalten so lang? Nein. Also, siehst du es? Ich hab auch gesagt, wenn es sein muss. Und? Es hat noch nicht sein müssen. Einfach Nuss, steckst gleich drauf. Im Rehen holst du den zwei Stunden. Im Rehen bist sowieso der Größte. Alisi, da sind nur Schlüssel da. Steckschlüssel, ein 17er ist drauf und ein Eiferbrauch. Genauso wie mit dem Autorichten. Eine Viertelstunde hast du gesagt, brauchst du für den Thermofix da. Tat. Thermostat. Außerdem der Nuss da. Geh weg, dann mach ich mal selber. Pass doch auf, Trottelbläder. Nur wenigstens dir. Und außerdem... Papa, Telefon! Wer ist? Die Frau Weichselgartner. Sie fragt, wann sie endlich kommt, weil sie einen Termin hat. Sag ihr, ich komm gleich. Und wenn sie es nicht mehr erwarten können, dann soll sie mit der Trambahn fahren oder sich einen heißen Morgen massieren lassen. Ja, gut, das sag ich ihr. Also alles... Das, was der Brot vorhin zu dir hat. Konrad, weißt du, was er jetzt sagt? Der man nicht streiten. Es klang ja schon, dass es regnet. Meinst du nicht auch? Ich verstehe nichts von deiner Arbeit, du verstehst nichts von Auto. Ich tue jetzt das Auto reparieren und du hältst mir einen Schirm. Und damit hat alles seine Richtigkeit. Hast du mich? Da geh her. 10 Pfinferl! Hey Gott, drück mir der Sonne nach! Die Frau ist mir runtergefallen. Brauchst du unbedingt? Da tu jetzt da herleuchten, genau da hin, wo er das sagt. Da! Nein, da! Da, unter den Schlauch, nein, da! Nein, nicht da! Da führe ich es leuchten. Ach, sag einmal, nimm es halt ins Mai, dann kannst du dich einhalten auch noch. Ruhe dich, da wirkt es mir so. Da wirkt es ihm, du hast her. Aha, hör, da wirkt es ihm doch nicht. Hallo! Ja! Vor. Die reißen alles um. Alles wird anders. Seht ihr doch das bloß einmal vor. Was ist denn los? Die bauen das ganze Haus um alles. Alles wollen sie umreißen. Wer sagt das? Da. Da steht alles in dem Brief. Ja, na, lies mal vor. Ja, lies mal vor, Maria. Musst du dir mal vorstellen. Solange ich nicht weiß, was in dem Brief drinsteht, kann ich mir überhaupt nichts vorstellen. Also lies halt, mach, geh weiter. Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Mieter des Hauses Gewürzmühlstraße 4. Scheinheilig, das musst du dir mal vorstellen, liebe Mieter. So, das ist doch nicht. Was nicht? Maria, bitte, es regnet. Ja, nach langen Verhandlungen mit der Stadtverwaltung ist es uns gelungen, einen Sanierungsplan für den Hauskomplex Gewürzmühlstraße 4 in eine reale, sierbare Form. Papa, die Frau Weichselgartner. Ich habe jetzt keine Zeit, siehst du das nicht. Ja, was soll ich denn sagen? Sag's dir ganz einfach, sag's dir, dass wir einen Brief lesen und dass ich keine Zeit habe. Maria, komm, lies weiter. Ja. Die einzelnen Wohnungen werden vollkommen renoviert und auf den Stand einer modernen Wohnkultur gebracht. Lies. Ölzentralheizung in allen Räumen und Flur, neue Bad- und WC-Anlagen. Lies weiter. Einheitliche Teppichböden und Vereinigung des Erkerzimmers mit dem daran anschließenden Zimmer zu einem großflächigen Wohnraum. Das ist ein Thomas-Zimmer. Gästezimmer. Bin schon ein Ärger. Wird sie in den nächsten Tagen ein Vertreter unserer Verwaltung aufsuchen, mit dem sie die notwendigen Einzelheiten wie Räumung der Wohnung für maximal 6 Wochen besprechen können? Ja, sag einmal, spinnen denn die? Die können uns denn einfach 6 Wochen aus der Wohnung schmeißen. Ja, da? Mit. Siehst du ja, dass sie es können. Die können viel. Du
Das musst du dir mal vorstellen. Da steckt bloß diese Sau vom Verwalter dahinter, dieser Meier. Der hockt schon drin beim Hausmeister. Was, der ist da? Das sag ich doch, beim Hausmeister hockt er drinnen. Den kaufen wir. Maria Leit. Heißt die Fett zusammen alles, gell? Grüß dich, alles. Ich hab ja nichts damit zu tun. Sag einmal, soll ich kommen? Von mir kommt das nicht. Du kennst mich doch.